Wir sind auch nicht gut. Doch, versuche ich. Passiert mir doch eh. Oh nein, sag nicht, wir müssen da hoch. Mami. Hatte zu viel eine Entfernungsanzeige? Nein. Vergiss mein Mikro wieder anzumachen. Scheiße. Warum habe ich nicht nachgeladen? Herzlich willkommen, Kunde. Leb wohl, mein Freund. Stell dich mal neben mich. Jetzt guck mal in die Richtung, wo ich bin, wo ich hingucke. Ja. Jetzt guck mal nach oben. Weißt du, wo ich glaube, wo ich hin muss, wo wir hin müssen? Nee. 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 Am Arsch. Das ist... Ja. Ne? Das wird toll. Auf jeden Fall. Weißt du, dann sind wir bestimmt ganz oben. Wir stehen an irgendeiner Kante, an irgendeinem Mirror's Edge, ne? Und fallen runter. Und dann ganz runter, so Insta-Death. Wir fallen so hoch, dass man selbst im Borderlands Höhenschaden bekommt. So Leute, ich bin bereit. Jetzt kommen wieder so 8 Milliarden Gegner hier. Mhm. Womit hast du gerechnet? Mit nichts Geringerem. Huch. Ah, ich krieg. So, okay, abonnier! Oh Gott. Ich hab Angst. Ja, abonnier ist direkt neben mir. Der hat zu mir jetzt direkt. Also, das ist jetzt gerade irgendwie schon lustig. Hm? Ich helfe dir mal kurz. Manchmal kann man das echt gebrauchen. Hm, weißt du, was der mal gebrauchen kann? Hm. Hier, Slackgranate. Also, was ich mal gebrauchen kann? Leben. Oh ja, nein, es heißt doch neue Stärke. Ey, weißt du, was du mal gebrauchen kannst? Eine Wiederbelebung, ja. Mhm. Schnell! Boah. Ja, okay, hier wären Lichtnütze gewesen, aber... So. Warum war auch Säure? Landratte 3, ja. Genau das, was ich wollte. Bin auf Medik jetzt gestoßen. Ach nee, ehrlich, ich habe sie schon inhaliert. Und trotzdem, trotz des Levels, ich glaube, selbst auf Level 52 wird das nicht anders kommen. Wir werden jede Kiste unten. Das wird sich in diesem Spiel nicht ändern. Das wird sich in keinem Rollenspiel ändern. Nee. Das ist ein Bestandteil von Rollenspiel zu looten. Und dann gibt es solche Entwickler wie Sekiro 3, die es einfach rausnehmen. Einfach nur negative Bewertungen, nie diese. Mhm.
Das ist ein richtig schlechtes Spiel einfach auch. Rast mal aus, ich habe 31 Iridium. Ich habe 17. Ich weiß gar nicht, wie viel ich... Na klasse. Ich habe übrigens irgendwo gelesen, der Leviathan soll gute Sachen hier fallen lassen. Habe ich gelesen. Okay. Ob das der Wahrheit entspricht, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich herausfinden. Ich glaube, das ist doch länger als 2 Uhr. Ja? Ne. Bitte, Stalker. Bitte was? Bitte, Stalker. Bitte was? Oh Gott, ein Bad Stalker. Ich hasse Stalker ja schon so, ne? Weißt du? Außer es sind die auf RTL. Aber... Da, okay, das war gut von dir. Boah, was war das denn für ein Klassenmod? Ja, ich hab immer noch für Level 23 so einen richtig guten... Oh, ich hab gerade XP Buff Musik. Ach, das war eine Speicherstation, die das Geräusch verursacht. Echt, wir müssen bis da ganz nach oben, glaube ich. Finde einen Weg nach oben, heißt das ja auch. Ich habe allein das Gefühl, allein dieser Weg wird 10 Folgen so gehen. Ich bin jetzt gerade als Klassenmod. Loot. Oh, was denn hier? Oh, eine Waffenkiste. Bestimmt mit Kackwaffen. Oh ne, mit Schilden. Ist das gut? Aber es hat sonst nichts. 2072 Kapazität. 2072. Kapazität, aber das Problem ist... Minus 100 Gesundheit, Pangolin und keine weiteren Extras. Ich sag halt, hätte das weitere Extras gehabt, dann hätte ich es mir wahrscheinlich gemacht. Weil bei 2072 mit einer akzeptablen Geschwindigkeit geht es. Bei 2072 ist dann doch schon hart. Bist du auch gerade am Snipern? Ne, du bist am Looten. Es gibt zwei Sachen, die du machst. Looten oder Snipern. Oder sterben. Ja, das gibt's auch manchmal. Aber nur manchmal stirbt der Monkey die Waffe hier vor meinen Augen weg. Wow. Die Kiste jetzt auf. Oh. Ja, sterben. Alter, hast du das gesehen? Schnell das runtergehen? Nein. War instant tot und ich habe nicht E gedrückt. Huch. Was für welche spawnt ganz unten? Claptrap's Place. Ach, das meinst du, dein neue Stärke ist extrem schnell runtergegangen. Ja. Ach so. Ja, das hat mich gewundert. Weil ich war ja gerade auf dem Weg dazu, dich wieder zu beleben, aber nein, einfach ich weg. Ich konnte noch nicht mal meine Waffe wechseln. Du fühlst dich wie Eiscreme? Free Eiscreme! Oh, nichts nutzt. Kein Problem. Oh, du bist ja schon wieder da, also bist du doch nicht so extrem weit weggespawnt. Nö, hier vorne direkt. Na, ja, das ist ja gut. Oh, Iridium. Das war jetzt gerade ein Iridium. Hast du auch gerade Iridium bekommen? Warte, ich hatte ja. Weil es war ein Iridium, glaube ich, was ich da aufgesammelt habe. Dann wurde das ja quasi verdoppelt. Ja. Oh, hier ist ein Borderlands-Zeichen.
per Zufall und nicht Zuflug. Ach Gott, das ist eine Battle for Columbia. Oh, scheiß Musik. Oh, scheiß Musik. Kenn ich nicht. Oh, kennst du das? Wenn du so eine Playlist hast, ne? Du hörst die ganze Zeit alle Lieder durch. Ich sag mal, egal wie scheiße die sind, ne? Dann kommt so ein Lied, was du wirklich vorspulen willst. Und dann fängst du an, plötzlich alles vorzuspulen. Also weiter zu skippen. Oh, der allerletzte Endboss aus Metroid Prime 3. Die Musik ist gut. Und das bei vielleicht Weg nach oben. Weißt also du, das, bevor das der Leviathan kommt, muss ich die epischen Boss-Musiken raussuchen. Und dann geht's ab. Ja, ich habe gerade relativ epische Musik. Allerdings ist das welche aus Bioshock Infinite. Und da war es keine Boss-Musik. Aber der Soundtrack von Bioshock Infinite ist eh gut. Bioshock Infinite ist eh ein gutes Spiel. Nur, dass das diese extrem hohen Bewertungen bekommt, das verstehe ich allerdings nicht. Okay. Der Raketenwerfer ist nicht schlecht. Zeig mal. Hat aber nur Slack, ist das Problem. Bäh. Weißt du, das Ding ist halt, das Schöne ist 5000 Energie. Aber... wie gesagt, wäre das Schock. Schock, okay, perfekt. Hätte ich das Ding jetzt im Besitz. Slack, was bringen wir jetzt bei 5000 Schaden? Da brauchen wir 8 Jahre bis unten, bis Scheiß aufzug. Das ist bestimmt keiner von, wie heißt denn das nochmal? Oh nein, Harpunia. Harpunia ist bestimmt der Einwohner von Harpunien. Weißt du, was jetzt trollig wäre? Ich würde so hochfahren, so ein kleines Stück, bis du nicht mehr hoch kannst. Und dann warten. Schnell raus auf den Leuchtturm. Der Leviathan weiß, wie knapp davor. Oh Gott, stell dir vor, jetzt kommt so ein Anchorager und zieht dich runter. Also auf so ein Ding würde ich mich in echt nicht begeben, was so offen wäre, sich dreht und diese Höhe dann auch noch hat. Oder nur zwei Seilen hängt. Eins nur, sehe ich gerade. Oh ja, stimmt. Ich glaube, da hatte ich irgendwie begründete Angst. Bestimmt so Seidenfäden. Ey Jan, hier ist noch was Rufezeichen. Das ist eine Flasche? So wie das hier ist, ja. Ich denke schon. Wo denn? Wo genau? Oh, ich glaube, das ist unten. Alter, guck mal da runter. Nee. Nicht im Leben. Das ist der kommende Bosskampf? Ja, da kommt da ganz oben. Weißt du, was mich das erinnert? Ich weiß nicht, hast du irgendeine Ahnung von Metro 2033? Nur den Anfang gesehen. Das Ende von Metro 2033, da musst du auf so einen Fernsehturm steigen, ne? Und so Raketen auf diese schwarzen schießen. So. Und das ist, sieht fast genauso aus wie da. Das ist auch so ein kaputter Fernsehturm und das ist quasi der Boss-Endkampf. Da kommen die stärksten Gegner. Du hast fast keine Deckung. Ja, ist perfekt. Das ist so wie hier, nur dass man hier hochlaufen muss und klettern. Das ist der letzte Aufzug vorm Verderben. Und das Metro 2033 ein Stück schwerer ist als Borderlands. Ein bisschen. Deswegen heißen zwei Folgen alleine schon Wage. Oh Gott, nicht weiter, nicht weiter hoch, das ist Decker. Oh, der fährt hält vorher an. Wo du Blades Kompass hinstellen kannst. Dann sehen wir, wo genau der Schatz liegt. War gerade festgebackt. Nee, festgebackt war ich vor ein paar Folgen. Stimmt. Ich habe Angst. Du hast es geschafft. Sieht aus, als wäre der Schatz im Hab ich gerade 8 Erektion bekommen?
Grunde, wo mit Ska. Sind wir jetzt hier hochgegangen ohne Sinn? Ja. Okay. Was ist das denn für ein Licht? Ich glaube, da ist Schatz. Tschüss. Astrein, mein Freund. Und keine Sorge, ich brauche deine Hilfe noch, um eventuelle Fallen. Ich bin auf den Zaun gelandet. Natürlich, ich falle aus einer Milliarde Kilometer Höhe und dann falle ich auf den Zaun. Nett. Ich stelle vor, ich werde da jetzt mit den Beinen. Zwischen, also, aua. Scarlet Corsair? Was? Was? Na klasse. Du bist verraten, das war so klar. Das war mir so klar, dass wir verraten werden. Aber ganz ehrlich. Scarlet, mach mich fertig. Ja. Ich höre Gegner, aber ich sehe sie nicht auf dem Radar. Hä? Hä? Verarschen? Wir haben die doch getötet. Wow, wow, wow. Wasser verstecken tue ich einfach in den Schrank. Hä? Wir töten die doch die ganze Zeit. Eine Scarlet Crew. Ja, wir müssen zwei Lieutenants töten. Ach so, Lieutenants müssen wir töten, okay. Lieutenant, nicht Lieutenant. Für, es gibt Lieutenant zwei Lieutenants. Lieutenant ist was Unterschiedliches. Das ist doch einfach nur eine andere Aussprache. Nee, ich meine, das wären zwei unterschiedliche Ränge. Nee, es ist von einem unterschiedlichen Sprachenhersprung. Ja, ich bevorzuge auch Lieutenant. Ja, Lieutenant ist so ganz deutsche Aussprache. Oder auch Leutnant ist was anderes. Leutnant ist ja was anderes, aber Lieutenant und oder Lieutenant, ja LTD, das ist ja was anderes. Boah. Immer dieses Nachladen. Ich helfe dir. Hilfe. Ganz knapp. Oh Gott, nicht mich wegschlagen, bitte nicht. Leutnant Hoffmann, so hieß mein alter Mathelehrer. Also nicht Leutnant, aber Hoffmann. So. Das ist jetzt blöd. Iridium. Iridium Haufen sogar. Ich habe einfach 31 Iridium wieder plötzlich. Sag nochmal was. Ey Jan, sag nochmal was. Ja, bin ich. Auf ein helles Licht im Wormwater zusteuern. Ich würde schnell machen und vor ihr beim Schatz sein und sie mit Kugeln. Scheiße, es ist bestimmt über eine bestimmte. Oh, ich dachte, das wäre jetzt mit einer bestimmten Zeitbegrenzung auch noch. Das wäre nämlich richtig bitter kacke, mega scheißen dreckig. Was denn? Wenn das mit einer Zeitbegrenzung gewesen wäre jetzt. Weil die geht da ja jetzt auch hin und realistisch wäre das mit einer Zeitbegrenzung. Ist ja fast kaputt, so wie das aussieht. Wurmwarte. Die holen wir uns. Oh ja. Die Rolle. Es gibt wenige Sachen, die schlimm sind und Verrat gehört dazu.